Ein sehr eigenartiger Wochenstart, nämlich mit einem Feiertag aus Amerika. Die institutionellen Händler sollten heute wohl sehr dünn aufgestellt sein, denn es ist ja nicht nur, dass Amerika jetzt nicht da ist, sondern wenn ein institutioneller Händler mal einen Tag Urlaub haben will, mal außer der Reihe, außer der normalen Ferien, eine Art Brückentag für was weiß ich, welche Organisation auch immer, sei es für private Arztbesuche oder sonst irgendwas, dann nimmt er sich natürlich am liebsten die Tage, an denen der Markt nicht wirklich viel zu erwarten hat. Und das sind eben die amerikanischen Feiertage. Das heißt, aktuell, für heute, für diesen Moment, ist da von der Seite aus nicht so arg viel. Trotzdem hat es den DAX nicht. Der hat es sich nicht nehmen lassen, einen deutlichen Anstieg hier mal zu zeigen. Das ist jetzt hier nach dem Wochenende, vor dem Wochenende, nach dem Wochenende. Also deutlicher Anstieg. Das ist die gute Nachricht. Insgesamt allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass die Aufwärtsbewegung ja ein bisschen verhalten ist. Und ich will auch gar nicht so sehr darauf ein. Ihr habt es alle gesehen. Ich hatte am Wochenende ein Video dazu gemacht, zu dem Thema DAX, insbesondere ja auch mit der Umstellung DAX 40. Deshalb glaube ich, ist es gar nicht notwendig, dass wir das jetzt super breit treten. Das Jüngste allerdings hier zeigt nur mal tapfer nach oben. Die Amerikaner aktuell natürlich auch hier die Futures, die laufen mit sehr dünnem Volumen. Insofern sollten wir das ebenfalls nicht so sehr gewichten. Wir sehen, dass solche kleinen Pinöckelchen hier, seht das, das ist eigentlich nicht so wirklich typisch an normalen Handelstagen bei den großen Indizes. Deshalb das heutige Bild würde ich nicht überbewerten. Es ist unter Ausschluss von vielen, vielen wichtigen Marktteilnehmern und deshalb denke ich mal, will ich mich damit eher mal zurückhalten. Trotzdem zumindest mal einen groben Überblick. Hier hat sich nichts geändert, da hat sich ja auch das Wochenendvideo, deshalb will ich das an der Stelle nicht so wirklich breit treten. Vielleicht noch mal ein Blick auf Crude Oil, denn das ist ja ein durchaus spannender, ein respektabler Markt, wo wir gesagt haben, Mensch, wir hatten eigentlich schon mal einen ganz guten Start hier nach oben, einen verhältnismäßig wackeligen Rücksetzer. Die Fortsetzung nach oben wäre eigentlich klasse. Jetzt sind wir hier wieder im Rücksetzer. Was wir jetzt nicht gut gebrauchen könnten, ist, wenn der Markt jetzt sehr wackelig nach oben kommt. Ich würde mal sagen, aktuell ist das einigermaßen okay. Auch hier allerdings nicht die volle Marktteilnehmerschaft da. Gegenwärtig die Grundtendenz ist allerdings meine Erwartungshaltung, dass wir eine realistische Chance haben, dass es uns bis 75 hochspült. Und diese 75, die sind nicht rein geraten, sondern die sind orientiert, so muss man es ja sagen, an dem ersten Anstieg, den wir hier haben. Sollte jetzt tatsächlich die Fortsetzung nochmal kommen, ist das immer so eine grobe Orientierungshilfe. Nicht ganz ausschließen können wir natürlich eine Bewegung, die nochmal runtergeht und dann erst hochgeht. Dafür gibt es zu viele dieser Pattern, die eben auch nicht ganz unklassisch sind. Also Korrektivmaßnahmen, ABC runter, ABC hoch, danach nochmal scharf nach unten und anschließend erst nach oben. Also das ist die Krux, in der wir uns jetzt alle befinden, dass so etwas ebenfalls der Fall sein kann. Hilfreich wäre, wenn wir jetzt mit diesem Anstieg, den wir hier im Moment haben, dieses Zwischentief ganz grob gesehen bei 69, 60, 70, so um den Dreh, wenn wir da drüber gehen, dann hätten wir ja in der Abwärtsseite wieder Überschneidung. Das wäre wieder nicht typisch. Das wäre zumindest ein bisschen ein Indiz für die Aufwärtsseite. Also insofern noch nicht gesichert, dass wir diesen Rücksetzer hier noch machen, sondern die Chance tatsächlich, dass wir schon jetzt in dieser Aufwärtsbewegung sind und da uns auf dem Weg ja, fortsetzen. Aber mal grob im Auge behalten, hier das Niveau von 74, 75 eigentlich eher, das ist durchaus realistisch, dass das angenommen wird. Aber ihr seht schon an der vorsichtigen Ausdrucksweise, realistisch heißt natürlich nicht, das ist zwingend, das ist ganz sicher, dass es passiert. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Risiken im Verhältnis zu der Gewinnseite sind einigermaßen überschaubar. Man kann hier zum Beispiel sagen, komm, ich mache mal hier ein, zwei Euro oder Dollar in diesem Fall hier auf die Risikoseite und kann dann auf der anderen Seite sechs vielleicht nach oben gewinnen. Man kann so ein Szenario durchaus spielen, um da mal, wenn der Kurs dann tatsächlich läuft, dann auf der richtigen Seite hoffentlich mit dabei zu sein. Gold und Silber natürlich ebenfalls jetzt betroffen von der ja, Wochenendnachstimmung oder der langen Wochenendstimmung, wenn Amerika eben wegfällt, dann ist das ja weltweit, wie ich gerade gesagt habe, dann ein Grund, ein bisschen weniger zu tun, ein bisschen kürzer zu tun. Hier wäre es jetzt eigentlich mal wünschenswert, wenn das, was wir hier angedeutet haben, sich endlich mal dann entwickelt. Und damit meine ich das nicht im Bösen, so von wegen, warum will der jetzt, dass der Kurs runterkommt? Das wäre halt schick, weil das vielen wieder einen neuen Einstieg ermöglichen würde. Und ein neuer Einstieg würde ja wieder neues Geld reinbringen in den Markt. Neues Geld in den Markt würde ja dafür sorgen, dass der Kurs anschließend dann weiter nach oben geht.
Natürlich gibt es die sogenannte Fear of Missing Out, so von wegen, ah, ich will jetzt aber nicht zu lange warten, dass er am Ende kommt er nicht runter. Ich will es nicht verpassen, also steige ich schon mal ein. Das kann natürlich passieren, dass es den Markt einfach nicht die Chance gibt, weit genug nach unten zu gehen. Gesund wäre es allerdings, um dann ebenfalls dieses Grundprinzip, dieses vorne so, hinten so, das wäre schon eigentlich ganz typisch als Orientierungshilfe. Und ihr seht es hier an den verschiedenen Linien, die ich hier eingezeichnet habe. Das würden dann die Türchen nach oben noch weiter eröffnen, sprich, dass wir dann auch dieses Gesamtbild nach oben weiter fortschreiben. Und dieses Rücksetzer-Szenario, was ich immer noch als eine Möglichkeit hier stehen habe, das würde dadurch deutlich weniger wahrscheinlich. Also das ist jetzt nicht mein präferiertes Szenario, insbesondere wenn er so wackelig runterkommt und dann diese verschiedenen Zwischenhochmarken hier aus dem Juli, den Trendkanal oder das Juni hoch durchstößt. Das wären alles sehr, sehr gute Zeichen, dass wir dann wirklich mit stracken oder strammem Marsch hochgehen Richtung 20, oder sagen wir einfach 2100. Also das Überschießen wäre dann durchaus Programm. Jetzt machen wir zum Abschluss, weil es ja sowieso ein eigenartiger Tag heute ist, nochmal einen ganz kurzen Abstecher zu den Cryptocurrencies, in dem Fall jetzt zum Bitcoin. Da haben wir noch eine alte Zeichnung drin. Die machen wir mal vorsichtshalber weg. Im Moment kann man sagen, wenn wir hier das alles mal rausnehmen, ich will zwar das Cluster da oben durchaus drin lassen, aber die Aufwärtsseite ist ja noch relativ stark und ihr seht das, ich habe hier immer wieder gezeigt, wackelig runter, wackelig runter, auch da wackelig runter. Solange es wackelig runter geht, ist die Aufwärtsseite die stärkere, das ist die stärkere, das ist die stärkere, das ist die stärkere. Vergleicht sie mit der Abwärtsrichtung, solange diese Mechanik bestehen bleibt, ist die Voraussetzung eigentlich ganz gut, dass es eben doch nochmal ein gutes Stück weiter nach oben geht. Also merkt euch das, dieses Verhalten hier ist, das lässt ein wenig zumindest nochmal vermuten, dass es da eben weitergeht. Wie weit geht es? Die Frage ist jetzt tatsächlich sehr, sehr schwierig zu beantworten aus meiner Sicht. Klar, es gibt einige, die sagen, ja, to the moon, es gibt ja nichts, was das Ganze aufhalten kann. Die Frage, die alles entscheiden, ist allerdings, ob das zwangsweise auf dem ersten Schwung passieren muss, ob es nur eine normale Pause gibt oder ob das, was ich ja immer noch hier als Kiste hier hinten stehen habe, nicht über den Umweg, wie auch immer wir hier früher oder später noch mal einmal landen, um dann nach oben zu gehen. Und wer sagt, das kann ich mir ja nun gar nicht vorstellen, dass wir noch mal Richtung 20.000 gehen. Es wäre ja im Übergeordneten überhaupt kein Drama. Schaut euch das an, wie wir das hier hatten. Rücksetzer dieser Art, Rücksetzer dieser Art, Rücksetzer hier vorne dieser Art. Ich weiß, das ist alles lange her, aber offensichtlich ist Bitcoin diesem typischen Verhaltensmuster ja durchaus ebenfalls verpflichtet und dementsprechend wäre, wie auch immer, ob er jetzt direkt da runter geht oder ob er erst noch mal ein bisschen höher geht, dann runter geht, aber das Bild wäre durchaus typisch und würde ja auch dieses klassische aufwärtsdynamische Bild gar nicht stören. Im Gegenteil, das wäre dann eigentlich, dass wir so eine Strecke durchlaufen und gerade irgendwo hier wären, sozusagen, das wäre das und danach käme der nächste Ansturm. Also alle Fans, die jetzt sagen, ah, die Sechsstelligkeit, die 100.000, die sehen wir doch noch, ja, ist nicht auszuschließen. Allerdings möglicherweise typisch wäre es über diesen Umweg. Im Moment lässt sich das noch nicht erkennen, das ist nur ein kleines Warnsignal. Wer jetzt sagt, Mensch, jetzt hat doch, wer war es? Oh Gott, ich hätte schon wieder vergessen. San Salvador hätte ich fast gesagt, nee, wer war das denn, der jetzt das zugelassen hat als Zahlungsmittel? Sicherlich nicht wirklich relevant. Ich glaube, jede deutsche Großstadt hat mehr Wirtschaftswachstum als das Land. Und das ist nicht jetzt wirklich maßgeblich, aber vielleicht ein bisschen ein Hoffnungsschimmer. Mensch, da setzt sich doch, El Salvador war es, um Himmels Willen, natürlich nicht San Salvador. El Salvador war es, ganz lieben Dank hier, mir wurde das gerade zugeflüstert hier. Das wäre etwas, was den Markt wirklich pusht. Das glaube ich nicht so sehr. Dazu ist einfach der Markt noch zu volatil, als es als zuverlässiges Zahlungsmittel einzusetzen. Aber spannend allemal. Und im Moment noch nicht zu erkennen, dass diese Avancen hier nach unten tatsächlich stattfinden, insbesondere solange die Aufwärtsbewegung im Großen hier so stabil ist. Aber wir sehen schon auch hier Rücksetzer, die fangen an überschneidend nach oben. Also hier vorne war es noch gut, Rücksetzer hier, Rücksetzer da, da war eine Lücke dazwischen. Jetzt ist schon hier Rücksetzer, der ist schon überschneidend mit dem. Wenn jetzt wieder ein Rücksetzer ist, der mit dieser Wackelei überschneidet, beachtet das mal, dann wird das Bild nach oben immer dünner, die Luft immer dünner und dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs nach unten dann doch nochmal eine Pause macht und dann
in dem Fall auch durchaus noch mal 10.000 runtergehen kann, mindestens, wenn nicht sogar noch mehr. Die Chancen sind dann relativ groß, auch wenn man längerfristig sicherlich noch mal davon träumen kann mindestens und auch sicherlich davon ausgehen kann, dass es noch mal höher geht. So, ich mache jetzt an der Stelle jetzt Schluss. Euch allen erstmal liebe Grüße, das mal so als kleines Sonderupdate hier an einem Feiertag. Euch liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.